So, hallo Facebook und YouTube-Freunde. Hier ist der liebe Tom, Thomas Schmitz, heute aus Amman, Jordan, Jordanien. Gibt es heute ein Event. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie kriegen die Jungs das immer hin, dass die Millionen von Klicks haben auf die beknacktesten Videos, die es so gibt? Ich mache sensationelle POV-Shots von Achterbahnen und habe dann auch mal 3.500 Klicks. Und das verwackelste, super beknackte Video, was auch erhältlich ist, hat 160.000. Ich verstehe das nicht. Und dann habe ich überlegt, geschaut, was gibt es denn noch für Videos? Ich will auch mal berühmt werden und viele Klicks kriegen. Ich habe doch auch ein Herz. Und dann habe ich gesehen, Unboxing-Videos, das ist der Trick, das ist der Weg. Zeigen, wie man etwas auspackt. Also, hiermit präsentiere ich mein erstes Auspack-Video. Und das bietet sich an, ich habe mir eine neue Kamera gekauft, mitbringen lassen aus Amerika, und zwar die 360 Fly 4K. Fly, I believe, I can fly. Und wer erinnert sich nicht an das Video, an den Film aus den 80ern, Die Fliege, und so ein bisschen ähnlich sieht das auch aus. Und guckt euch diese Verpackung an, ist die nicht sensationell? Und die packen wir jetzt gemeinsam aus. Und ihr liked das, verstanden? So, pass auf, hier ist nämlich sowas, dachte ich zumindest, hier ist glaube ich der andere, guck. Hier haben die sehr, sehr, sehr intelligent gemacht mit einem Tesafilm oder einer vergleichbaren Marke, kann man hier herum die Verpackung abziehen. Oh, da waren die Siegel. Ich hätte bestimmt über die Siegel auch sprechen müssen. Schaut, das ist ganz was Wichtiges. Und wenn man das so abgezogen hat, dann kann man das beiseite legen. Und wahrscheinlich ist ein bisschen auch wie Ostern. Kennt ihr noch diese Überraschungseier, diese riesengroßen? So, bisschen auch Yps-Heft-mäßig, nur ohne Heft und ohne Yps. Hier haben wir jetzt diesen Teil der Verpackung. Sieht so ein bisschen aus wie ein kleines Gewächshaus, könnte so ein bisschen auf der Venus stehen. Vielleicht kann man es auch benutzen als Hut oder wie auch immer. Mir fällt gerade nichts ein. Und hier sehen wir dann schon die Fliege als solches. Eine 360 Grad 4K-Kamera gibt es derzeit nur in Amerika. Und na, gucken, wie es weitergeht. Was wird wohl noch in dieser Verpackung sein? Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ich glaube, man muss auch cool reden dabei und sagen, hey, what's up, guys? Das heißt, die Young Generation. Ich bin ja auch gefühlte Ende, Mitte 20 erst. So, guck. Hier geht's schon auf. Und hier sehen wir dieses Hauptprodukt mit diesem wunderbaren grünen Teil. Nennen wir es Teil. Wo es wahrscheinlich festgemacht ist. Das gucken wir uns gleich an. Okay. Und schauen wir mal, was es sonst noch gibt. Hier haben wir also in der Verpackung, so ein bisschen erinnert es an Apple, eingearbeitet. Keine Ahnung, was es ist. Sieht aus wie eine Kondom oder eine Packung. Hier im Hotel habe ich sowas Ähnliches in Weiß. Da kann man nähen, wenn man nähen könnte. Gehöre ich jetzt nicht zu. Schauen wir, was drin ist. Seid ihr gespannt? Och, guck mal, was sie uns da geben. Erinnert so wieder an Apple. Aufkleber. 360 Fliege. Ja. Nochmal, falls man den ersten an die falsche Stelle geklebt hat. Und die Fliege als solches. Ist sie nicht sensationell? Ich sehe mich schon deutlich damit. Vielleicht aufs Auto, man muss mal gucken. Aber vielleicht eher auf das Auto meiner Frau. Schatz, das hält's von dem Plan. Und wir sehen Bücher. Die kleinste Bibel der Welt. Read this first. Ich habe keine Chance ohne Brille. Aber auf jeden Fall steht hier bestimmt was unfassbar Wichtiges. So kann ich es mir vielleicht später groß zoomen. Also es ist nicht nur ein Auspack-Video, sondern auch noch ein Tutorial on... Wie kann ich die weltkleinste Schrift denn lesen? Noch ein Buch hier, eine Warranty und ein Quick Start Guide. 4 Seiten, so sieht's aus. Also wirklich alles, was man braucht. Und wie soll ich sagen, man braucht eine Brille oder zwei. Dann geht es weiter. Schaut, wie hübsch eingearbeitet wir hier das USB-Kabel finden, wahrscheinlich zum Aufladen und zum Überspielen. Nochmal hübsch hier verpackt. Sieht so ein bisschen aus wie diese Schnecke von Haribo. Riecht aber auch anders. So, wird da noch was sein? Ein weiteres tolles Teil. Wir packen immer. Das ist ein Unboxing-Video, Auspack-Video, finde ich, klingt geiler. Und es geht noch weiter. Da ist noch was drin. Was wird es sein? Das ist ja mal ein tolles Gimmick. Wir sehen hier ein Täschchen. Könnte man die Kondome wiederum reintun, über die wir eben gesprochen haben, die großen speziell. Oder wahrscheinlich passt auch hier diese Kugel rein, man weiß es nicht genau. Wird ein bisschen eng, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich weitet es sich noch. Auf jeden Fall eine nette Idee, damit auch die Linse nicht verkratzt, die ja ziemlich groß ist, wegen 360 Grad, macht ja Sinn. So, was haben wir noch? Wir haben noch was da drin, also schon sehr clever gemacht hier. Und zwar hier, was sehen wir hier? Einen Adapter, der wahrscheinlich auf jedes klassische Tripod geht. Tripod, wie heißt das auf Deutsch? Stativ. Mit der typischen beispielsweise GoPro Action Cam
Halterung. Also sehr, sehr pfiffig, die Jungs von Fliege hier. War das nicht mal ein Pastor, der eine Fernsehsendung hatte und danach irgendwie fröhlich Aloe Vera verkauft hat? Egal. Also sehr, sehr pfiffig. Damit kann ich das ganze Accessoires meiner GoPro-Serie auch nutzen. Was haben wir noch hier drin? Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es sieht gut aus. Es sieht aus nach einer Verbindung. Ach, hier haben wir auch den Kabelanschluss. Wahrscheinlich ist das das Ladegerät und das war's auch schon. Damit ist das Auspacken quasi vorbei. Wir können jetzt auch noch die Kamera auspacken, wobei es mir so schon gefällt. Guck, das haben die hier unten nochmal festgedübelt. Und here we are. Das ist die ganze Kamera. Bin sehr gespannt. Wir werden es heute in Jordan hier im Kempinski auf unserem Event ausprobieren. Und wichtig ist auch, dass man diese ganzen Anleitungsgeschichten hat, weil sie hat unfassbar viele Knöpfe und Einstellmöglichkeiten. Genau einen. Einen Knopf, den ich hier drücken kann, glaube ich. Vielleicht muss ich ihn länger drücken. Vielleicht ist es auch einfach nur nicht aufgeladen, bietet sich ja an. Und hier sehen wir dann auch, dass das wahrscheinlich zueinander passt. Ist so ein bisschen auch Jean Pütz jetzt hier, ne? Oder die Sendung mit der Maus, man weiß es nicht. Ah, es ist, oh, magnetisch, magnetisch, richtig clever, magnetisch, so. Und dann kann der Ladevorgang vorgehen. Die Ergebnisse der Kamera seht ihr natürlich dann auch. Ich wollte nur mein erstes Auspackvideo machen. Und das Allergeilste ist, und jetzt bitte genau aufpassen, und das ist ein Extra-Service, den kriegt ihr bei all den anderen Unboxing-Videos mit Trillionen von Klicks nicht. Ich verrate euch jetzt, wie ihr aus diesem Auspackvideo ein Einpackvideo macht. Einfach rückspulen. Das gleiche Video rückwärts schauen und wir werden irgendwo hier grob enden, alles wieder eingepackt. So, wenn ich jetzt nicht Millionen von Klicks sehe, dann bin ich ziemlich, ziemlich bockig. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit meinem ersten Auspackvideo. In Kürze kommt mein Hoover Passport, dieser fliegende Drohne für Selfies. Dann werden wir nochmal auspacken und ich habe vielleicht aus diesem ersten Video gelernt. In diesem Sinne, alles Liebe aus Jordan, demnächst wieder aus Dubai. Tschüss und ciao, euer Auspackkönig Tommy. Bye.